Immer wieder bekomme ich die Frage, wie schaffe ich es, dass meine Kinder mehr grüne Lebensmittel bzw. überhaupt grüne Lebensmittel essen. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es zahlreiche Food-Stories, darunter auch von meinen beiden Jungs, die sind jetzt 13 und 9 Jahre alt. Und in vielen Food-Stories kann man sehen, was meine Jungs an grünen Lebensmitteln essen. Mein ältester Sohn steht der Rohkost und den grünen Lebensmitteln recht offen gegenüber. Er isst gern selbstgezogenes Erbsengrünkraut, selbstgezogenes Sonnenblumenkerngrün. Auch jetzt im Frühjahr sammeln wir zusammen Wildkräuter. Im Mai essen wir dann sehr genüsslich Lindenblätter. Ja, man kann auch Baumblätter essen und ich konnte meinen Ältesten dafür begeistern. Im Frühjahr, Winter isst er zum Beispiel gern das Kulturgrün Postelein, was man vor allem auch in Bioläden finden kann. Also ich versuche ihm da immer recht viel an grünen Lebensmitteln anzubieten. Mein Jüngster dagegen, der mag die Vielfalt der Rohkost überhaupt nicht und schon gar nicht grüne Lebensmittel. Also sehr schwierig, ihn davon zu überzeugen, grüne Lebensmittel zu sich zu nehmen. Und ab und zu presst er sich einen Saft aus selbstgezogenem Sonnenblumenkerngrün und Äpfeln. Da gibt es auch schon ein Video dazu, das kann ich euch oben rechts verlinken. Und ich konnte ihn dazu motivieren, weil er sich auch das Sonnenblumengrün selbst ernten konnte. Er konnte sich die Sonnenblumengrün oder die Sonnenblumen, die kleinen Pflänzchen selber aussuchen und dann selbst auch den Saft pressen. Und das war immer so ein guter Deal, dass er dann ein bisschen frisch gepressten Saft mit Grün trinkt. Seit letzten Mai nehmen meine Jungs Mikroalgen zu sich in Form von Chlorella und Spirulina Presslingen. In den Food-Stories kann man das auch sehen und es gab da einige befremdliche oder Kommentare darunter, die ihr Befremden zum Ausdruck gebracht haben, so nach dem Motto, was nehmen denn deine Kinder für grüne Tabletten? Ich denke, ihr ernährt euch so gesund. Also Chlorella und Spirulina, das sind Mikroalgen und für mich Lebensmittel. Das sind einfach nur getrocknete, gepresste Algen, einfach in Form von Presslingen. Die enthalten viele wichtige Nährstoffe, Chlorophyll, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine, hochwertiges Eiweiß. Und ich finde, gerade für Kinder im Wachstum sind die sehr gut geeignet. Wir verwenden zum Beispiel Chlorella und Spirulina von der Algenfarm in Klötze, die sich hier in Deutschland befindet. Die haben wir vor 2 oder 3 Jahren auch besucht. Da gibt es auch ein Video dazu, das verlinke ich euch oben rechts in den Infokarten. Im heutigen Video soll es vor allem darum gehen, um ein bestimmtes Rezept, in dem ich ein sehr hochwertiges, grünes Produkt integriert habe. Meine Jungs wissen gar nicht, dass das in diesem Rezept enthalten ist. Und da möchte ich euch mal zeigen, wie man Kindern auch ein bisschen was unterjubeln kann. Ein sehr hochwertiges Produkt mit vielen Mineralstoffen, Spurenelementen, das werdet ihr hier in diesem Video sehen. Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Das war auch so ein schrittweiser Prozess, dieses Rezept zu entwickeln. Als mein Sohn in die erste Klasse ging, kam er dann nach ein paar Tagen an oder nach ein paar Wochen, meinte, oh, manche Kinder aus meiner Klasse, die trinken eine Schulmilch, ich will auch eine Schulmilch trinken. Ich persönlich halte nicht viel von Industrieprodukten mit Kuhmilch aus Massentierhaltung. Ich habe dann einfach zu meinem Sohn gesagt, weißt du was, wir mixen einfach selber eine leckere Himbeermilch. Mein Sohn liebt zum Beispiel Himbeeren. Da habe ich gesagt, das ist dann eine frische Milch, die sehr gut schmeckt und die können wir immer ganz frisch zubereiten. Das ist eine lebendige Milch. Und dann haben wir einfach aus Mandelpüree, das gehört zu unseren Basislebensmitteln. Hier im Haushalt haben wir eine schnelle Mandelmilch gemixt. Mit Himbeeren, ein bisschen Vanille und ich glaube, ich habe mit Datteln gesüßt und da war ja auch erstmal sehr, sehr zufrieden. Und dann habe ich diese Milch aber noch ein bisschen weiterentwickelt. Ich hatte dann, glaube ich, noch mit Bananen gesüßt, wollte nicht zu viele Datteln verwenden und das hat sich dann schrittweise immer mehr dahin entwickelt, dass ich dann auch noch andere Beeren verwendet habe und eben auch bestimmte Superfoods, sodass ich eben dann einen sehr hochwertigen Shake entwickelt habe für meine Jungs. Und jetzt endlich kommen wir zum Rezept. Das sind die Zutaten für einen gesunden, fruchtigen Shake. Dazu benötigen wir reife Bananen. Das sind 3 mittlere Bananen, die habe ich schon in Stücke gebrochen. Gefrorene Beeren, 150 Gramm Heidelbeeren. Das sind Bio-Heidelbeeren aus dem Rewe, das sind sogar Wildheidelbeeren. Dann 150 Gramm Bio-Himbeeren. Dazu gibt es noch ein halbes gefrorenes Limettenblatt. Ein Esslöffel geschälte Hanfsamen, ein Esslöffel angekeimte Sonnenblumenkerne. Hier ist das Süßungsmittel, das sind 8 Datteln. Dann benötigen wir einen halben Teelöffel Vanillepulver, einen Teelöffel Hagebuttenpulver und einen Teelöffel Grassaftpulver. Und jetzt möchte ich euch 2 Zutaten dieses Shakes noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Vor allem dieses Produkt, das ist dieses besagte Produkt, was ich meinen Jungs unterjuble. Das ist Grassaftpulver, also kein Graspulver, wo dann noch die Pflanzenfasern mit enthalten sind, getrocknet, sondern einfach
Grassaftpulver, das ist praktisch getrockneter Grassaft. Und der ist sehr stark chlorophyllhaltig, das könnt ihr vielleicht auch an dieser dunkelgrünen Farbe erkennen. Er enthält viele Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine, Antioxidantien und alle essentiellen Aminosäuren. Dieses Grassaftpulver ist sehr enzymreich und wirkt hochbasisch. Dieses Grassaftpulver wird aus Urweizen, dem sogenannten Kamut, und Gerste hergestellt. Unsere Mitochondrien, das sind ja die Kraftwerke der Zellen, die benötigen unbedingt Sauerstoff. Und was ist eine Eigenschaft von Chlorophyll? Es erzeugt Sauerstoff durch Umwandlung von Kohlendioxid und Wasser. Also perfekt dafür geeignet, um die Gesundheit in unserem Körper zu unterstützen. Und in diesem Grassaft befinden sich hochdosierte Nährstoffe. Man kann mit diesem Grassaftpulver sanft entgiften und die Nährstoffdepots auffüllen. Das wertschätze ich sehr an diesem Pulver. Wenn ich mir jetzt selbst Kamut ziehe oder Gerste in meinen Schalen und der Bio-Aussaaterde, ist das auch ein wundervolles Produkt. Aber was meine selbstgezogenen Gräser überhaupt nicht leisten können, das ist die Fülle an Mineralstoffen und Spurenelementen, generell an diesen vielen Nährstoffen, weil diese Gräser, die für diesen Grassaft verwendet werden, die wachsen auf nährstoffreichen Vulkanböden und die werden sehr naturbelassen angebaut. Ja, die können ihre Wurzeln tief in die Erde strecken und bei Anzuchtschalen, das zeige ich euch mal. Ihr seht jetzt hier eine Anzuchtschale mit Weizen und die Wurzeln können sich nicht sehr tief in die Erde strecken, weil einfach die Anzuchtschale das Ganze begrenzt. Für ein Kilo Grassaftpulver werden 33 Kilo Gräser benötigt bzw. entsaftet. Und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, was für eine geballte Ladung an Nährstoffen in einem Teelöffel dieses Grassaftpulvers enthalten ist. Bei dem Grassaftpulver bietet es sich an, mehrere Gläser zu bestellen, nachdem man das einmalig getestet hat. Natürlich, wenn man das Grassaftpulver nicht kennt, wird man erstmal ein Glas bestellen. Und wenn ihr merkt, das bekommt euch richtig gut und es vitalisiert euch, dann würde ich euch empfehlen, mehrere Gläser auf einmal zu bestellen. Das Grassaftpulver ist ja an sich ein recht preisintensives Produkt, egal von welcher Firma. Und bei Lebenskraft pur gibt es Rabatt ab 3 Gläser bzw. ab 6 Gläser. Und ich nutze oder ich verwende dieses Pulver schon seit circa 9 Monaten. Und ich bin sehr, sehr, sehr begeistert. Also das ist wirklich jeden Cent wert. Und ich hatte es in den letzten Monaten so gehandhabt, dass ich mir immer 3 Gläser bestellt habe. Und kürzlich habe ich mit einer Freundin bestellt. Da haben wir dann jeder 3 Gläser, haben wir 6 Gläser bestellt und konnten dann enorm sparen. Weiterhin benötigen wir auch Wasser, 400 bis 500 Milliliter gefiltertes oder gereinigtes Wasser. Das Ganze gebe ich jetzt in meinen Hochleistungsmixer. Und das Ganze mixe ich jetzt mindestens 30 bis 40 Sekunden auf höchster Stufe. Der Shake ist fertig gemixt, so sieht das Ganze dann aus und kann jetzt in Gläser gegossen werden.